Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir, und in diesem Video geht es mal wieder um das neue Event, was wir bald in Fortnite bekommen werden, und zwar das Marshmallow-Event. Ja, diese Marshmallow-Events werden auf jeden Fall einige Herausforderungen mit sich bringen und da bekommen wir kostenlose Dinge. Bleibt aber auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nicht zu verpassen, worum es geht. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch meinen Creator-Tag abchecken, METE-8 ist komplett kostenlos für euch. Ihr unterstützt mich auch nochmal auf Ehrenmann-Basis. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja, wie ihr auch schon eben hören konntet, bringt das neue Marshmallow-Event, was wir am 2. Februar erhalten werden, auch einige Challenges mit sich, und diese Challenges werden nach und nach freigeschaltet. Ich glaube, jeden Tag eine Herausforderung, das sind 3 Herausforderungen insgesamt. Also ihr könnt ein Spray bekommen am ersten Tag, am zweiten Tag kriegt ihr ein Emote, ein kostenloses Emote, und am dritten Tag kriegt ihr ein kostenloses Erntewerkzeug. Diese 3 Dinge sehen auf jeden Fall schon sehr, sehr vielversprechend und cool aus. Gefällt mir persönlich jetzt schon sehr, sehr gut. Und Leute, wenn ihr diese 3 Herausforderungen abgeschlossen habt, bekommt ihr noch einen Banner und als Belohnung noch einen Skin. Ja, wie der Skin sozusagen gegeben oder wie die Belohnung mit diesem Skin aussehen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht kann man sich den dann kostenlos im Shop holen. Das hatten wir auch schon einmal, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass etwas im Shop kostenlos war, damit wir uns das einfach gönnen können. Und die 3 Herausforderungen, das interessiert euch natürlich am meisten, was diese 3 Herausforderungen sein werden. Und die habe ich euch natürlich auch ebenfalls rausgesucht. Ja, wie gesagt, diese 3 Challenges werden auf jeden Fall Belohnung mit sich bringen. Diese 3 Dinge oder 4 Dinge insgesamt sehen auf jeden Fall schon sehr, sehr vielversprechend aus und sehr nice. Und ich würde einfach nur jedem empfehlen, das Ganze zu machen, denn es wird nicht schwierig sein. Es ist super, super einfach. Und zwar bringt das Marshmallow Event 3 Herausforderungen mit sich. Und zwar die erste Herausforderung: Man soll auf einem Stoppschild von einem LKW tanzen. Wie das Ganze aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt sogar einen Ort, wo das so relativ groß ist, wo man dann drauf landen soll und dann tanzen soll. Aber wenn diese Herausforderung rauskommt, werde ich euch natürlich nochmal dazu die passenden Lösungen hochladen. Selbstverständlich, ihr kennt mich, Leute. Deswegen einfach mal immer ein Abo da lassen, denn dann erfahrt ihr das immer als erstes und verpasst es auch nicht. Und die zweite Stage ist einfach Dance on top of the new Dürrburger Restaurant. Also es gibt bald ein neues Restaurant, also ein neues Dürrburger Restaurant, und da sollen wir drauf tanzen. Ja, wird auch relativ einfach in dem Emote sozusagen ausführen und tanzen, Leute, das kriegt jeder von euch hin. Und die dritte und letzte Stage ist, dass man auf einer Konzertstage, also auf einer Konzertbühne tanzen soll. Ja, wo das Ganze ist, ich würde einfach mal sagen, da wo Palettiland war, da ist nämlich eine große Disco und da ist eine Bühne und sowas, da könnte man auf jeden Fall gut tanzen. Die am Loot Lake, also oder Leaky Lake oder wie das auch immer noch heißt, ich weiß es gar nicht mehr, das ändert sich jedes Mal. Da ist ja keine Disco mehr, also die einzige Disco, die ich jetzt noch kennen würde, ist halt da unten bei Palettiland oder da ehemaliges Palettiland. Dann steht da noch Search a Showtime Poster, das ist auch relativ einfach. Es gibt nämlich mit diesem Event einige neue Poster, die habt ihr auch schon gesehen, mit dem Marshmallow drauf. Die soll man auch finden, und Visit the Showtime Venue. Und was das Ganze sein wird, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wahrscheinlich auch diesen Eventplatz, wo das Ganze stattfindet, aber wenn das soweit ist, werde ich euch das auf jeden Fall nochmal zeigen, damit ihr auch wisst, wo das Ganze ist und wie die Herausforderung machen könnt. Genau, die Location soll man sozusagen besuchen. Ich glaube, die wird in Leaky Lake, im Pleasant Park sein. Das Ganze stand ja auf dem Poster drauf, dass es im Pleasant Park ist. Aber wie gesagt, Leute, wenn es soweit ist, dann mache ich dazu nochmal ein Video. Und zwar haben wir noch 3 Tage oder so, dann sollte dieses Event stattfinden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, Leute. Ich finde es einfach mega krass, dass wir kostenlose Dinge bekommen. Und da beschwert man sich eigentlich eher weniger. Denn warum soll ich mich beschweren, wenn wir etwas kostenlos bekommen? Und ich muss zum erstmal sagen, dass die kostenlosen Gegenstände mich wirklich komplett überzeugt haben. Ich finde dieses Marshmallow-Ding richtig, richtig nice und mir gefällt es richtig gut. Nicht so wie bei den anderen. Bei den anderen hat man das wirklich auf Krampf gemacht und eigentlich wollte man das Ganze nicht machen, aber man hat es einfach gemacht, weil es kostenlos ist. Aber bei dem Marshmallow-Ding, Leute, da 100% werde ich das machen und ich werde auch dazu jeden Tag ein Video hochladen. Ja, ansonsten, wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da, lasst um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Gerne mein Creator Tag abchecken, METE-8 komplett kostenlos für euch, und ihr unterstützt mich damit. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, war es von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.